Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines Video von einer kleinen Titanic. Dieses Diorama oder dieses Mini-Diorama habe ich vor circa 3 oder 4 Jahren gebaut und der Maßstab ist 1 zu 1200. Jeder, der die Titanic im Maßstab 1 zu 1200 gebaut hat, weiß, wie schwierig es ist, diese zu bauen. Diese kleinen Details sind alle angegossen. Es gibt keine separaten Bauteile, die man später aufkleben kann oder auch separat lackieren kann. Also dementsprechend habe ich, denke ich, das Beste rausgeholt aus diesem Bausatz. Ja, schauen wir uns die Details etwas genauer an. Das Wichtigste an der Titanic ist sicherlich mittlerweile der Eisberg. Es gibt verschiedene Fotografien, die behaupten, den echten Eisberg zu zeigen, aber es ist eigentlich nichts schlüssig oder beziehungsweise es ist eigentlich nichts bewiesen. Wie soll man das auch jetzt nach weit über 100 Jahren beweisen, welcher Eisberg nun der richtige war oder der echte war, der die Titanic versenkt hat? Es gibt allerdings eine Abbildung, wo ziemlich viele Kommentare dafür sprechen, dass es dieser Eisberg ist. Man hat nämlich an diesem Eisberg rote Farbe am Fuße gefunden, beziehungsweise an der Wasseroberfläche. Und es soll so sein, dass dieser Eisberg halt die Titanic versenkt hat. Und diesen Eisberg habe ich hier dargestellt. Die Basis war Styropor, den ich mit Holzleim eingestrichen habe, um die Poren ein bisschen zu schließen und danach mit weißer Farbe bemalt habe. Ich habe jetzt überlegt, noch ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Vielleicht mache ich das sogar noch, aber im Endeffekt gefällt es mir eigentlich so auch ziemlich gut. Was ich aber mir nicht nehmen lassen wollte, waren die abgebrochenen Eisstücke, die hier runterfallen, wie es auch im Film halt zu sehen ist. Für mich ist der Film immer noch eine großartige Referenz an die Titanic und ja, meiner kennt wirklich sehr, sehr viele Details. Ja, kommen wir nur zur Titanic an sich. Ich habe versucht, wirklich es so originalgetreu zu bemalen, wie es damals gewesen ist. Ich habe mittlerweile bestimmt 8 oder 9 Titanics gebaut und man entdeckt immer wieder was Neues. Aber wie gesagt, im Maßstab 1 zu 1200 ist es schwer, sowas umzusetzen. Ja, bemalt wurde er nach, wie gesagt, mit Originalfarben und ich habe versucht, wirklich jedes einzelne Detail darzustellen. Sei es nun die Bemalung der vorderen Luken hier oder auch die Handläufe, die hier oben sind. Diese sind natürlich viel zu groß für den Maßstab, aber dieser Bausatz hat auch schon etliche Jahre auf dem Buckel. Was ich mir nicht nehmen lassen wollte, war der Qualm, der aus den Schornsteinen kommt. Dieser war natürlich bei der Titanic nur aus den ersten dreien. Der letzte war nicht ganz zur Deko, aber man sagt, er war zur Deko. Eigentlich war er dazu da, um die Abluft von der Küche und Belüftung zu sorgen für den Maschinenraum und vielleicht noch andere Abteilungen des Schiffes. Dieser wurde dargestellt mittels Watte und ja, dann habe ich ihn einfach so mit verschiedenen Farben lackiert aus der Dose. Einmal grau, weiß und ein bisschen schwarz. Und für mich wirkt das eigentlich ziemlich gut. Ja, die Rettungsboote haben auch ihre graue Persenning bekommen. Und ansonsten, ja, muss man halt aufpassen beim Bemalen, dass man nicht die Reling zu sehr bemalt und danach dann wieder von vorne anfangen muss oder mühselig die Farbe abkratzen muss. Um die Titanic so darzustellen, während der Fahrt und während der Eisberg die Titanic untergehen lässt oder aufgeschlitzt ist auch das falsche Wort, durch den Druck vom Eisberg auf die Platten der Titanic, auf die Seitenbeplankung, haben sich die Nieten gelöst und dadurch haben sich die Platten ausgedehnt und ja, die Nieten sozusagen weggesprengt. Um die Titanic während der Fahrt darzustellen und die Wasseroberfläche relativ realistisch darzustellen, habe ich ein Stück Styropor bemalt in verschiedenen Farben und darüber Silikon gestrichen, was in diesem Maßstab eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. In größeren Maßstäben, wie zum Beispiel bei meinem U-Boot oder anderen Dioramen, ist das nicht sinnvoll. Man kann Silikon auch in größeren Maßstäben verwenden oder mit mehr Fläche, aber Silikon wirkt auf mich immer irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, fehl am Platz. Also da entscheiden keine tiefen Wirkungen, weil man Silikon auch nicht so richtig bemalen kann. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Schiff und mit dem kleinen Diorama. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Zwischendurch-Video etwas gefallen und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, haut rein!